Wenn jetzt, Mittwochnachmittag 16.30 Uhr, echter Feueralarm wäre, könnte der Löschwagen von Braunweiler bei Bad Kreuznach nicht einsatzbereit ausrücken. 5 Mann bräuchte es für eine Staffel plus einen Wehrführer. Aber die bekommt die Freiwillige Feuerwehr in Braunweiler so gut wie nie zusammen. Die Lage ist so, dass wir tagsüber fast gar nicht einsatzfähig sind und abends halt bedingt einsatzfähig. Ja. Wir sind 12 Mitglieder und die Hälfte davon ist halt bereit, einen Einsatz zu führen. Woran liegt denn das? Ich finde, die Leute sind halt mehr auf sich bezogen. Wenn die Feierabend haben, weil sie ihre Freizeit genießen und halt nichts mehr für andere machen. Sie haben schon viel probiert, um neue Leute zu werben. Bisher mit wenig Erfolg. Der Verbandsbürgermeister aber hat noch Ideen. Die kleinen Ortsgemeinden haben eben nur ehrenamtliche Feuerwehrkameradinnen und Kameraden. Und man müsste für diese Kameradinnen und Kameraden Anreize schaffen. Vielleicht in Form einer Lebensversicherung, die man für die Kameradinnen und Kameraden abschließt. Ja, vielleicht auch in Form von Freikarten für öffentliche Einrichtungen. Auch in Altenbamberg, Luftlinie knapp 20 Kilometer entfernt, gehen der Freiwilligen Feuerwehr die Leute aus. Deshalb greift der dortige Bürgermeister zu härteren Bandagen. Lädt jetzt alle Bürger zwischen 18 und 45 Jahren zum persönlichen Gespräch vor. Es besteht immer noch die Hoffnung bei uns, dass wir in diesen Gesprächen auch noch Personen überzeugen können, sich freiwillig zu melden. Ansonsten werden wir nach Anhörung eben einzelne Personen verpflichten müssen. In Neuwied an der Feuerwache von Oberbiber treffen wir Frank Hachemer. Er ist der oberste Feuerwehrmann von Rheinland-Pfalz. Er kennt die Personalnöte, hält von einer Dienstpflicht aber wenig. Der Gesetzgeber lässt das ja zu, dass man Feuerwehrleute verpflichten kann. Ab 18 Jahren geht das tatsächlich. Aber natürlich ist das bedingt sinnvoll tatsächlich. Denn die Leute, die das pflichtweise machen sollen, sind natürlich längst nicht so motiviert. Hachemer fordert stattdessen, dass die Politik die Rahmenbedingungen für die freiwilligen Feuerwehrleute verbessert. Zum Beispiel beim Thema Alterssicherung. Dazu gehört eben auch das Thema, mal über Rentenpunkte nachzudenken für Menschen, die sowas machen über viele Jahre. Und da wird mir immer gesagt, es wäre so schwierig, weil da eine Bundesgesetzgebung geändert werden muss. Die Debatte über Verbesserungen bei der Rente wird bereits seit einigen Jahren geführt. Auch im Rheinland-Pfälzischen Landtag wurde das Thema Rentenpunkte bereits 2019 diskutiert. Eine entsprechende Anfrage der AfD aber lehnte Ministerpräsidentin Malu Dreyer damals ab. Ehrenamt ist auch Ehrenamt und freiwilliges Engagement, weil es eben nicht vergütet wird, egal auf welcher Ebene. Und wir werden das auf Dauer auch gar nicht leisten können, uns als Gesellschaft, dass wir doch auf irgendeine Art und Weise ein Entgelt sozusagen einführen werden. Wir können es wertschätzen, ehren, wir können uns viel einfallen lassen, aber Rentenpunkte, das ist ein bisschen zu viel Herausforderung für die gesamte Gesellschaft. Wir fragen nach im zuständigen Innenministerium, wollen wissen, ob sich die Haltung der Landesregierung geändert hat. Der Innenminister aber weicht aus. Sind Sie dafür, dass die eine Rentenanerkennung bekommen, die Feuerwehrleute, oder nicht? Ich sehe, dass es viele Möglichkeiten gibt, das Ehrenamt zu stärken. Und eine der Antworten, die wir geben werden, ist, mit einer breiten Ehrenamtsstudie die unterschiedlichen Gelingensfaktoren für gute ehrenamtliche Arbeit zu untersuchen. 2020 allerdings, als Ebling noch nicht Innenminister war, sondern Oberbürgermeister von Mainz, argumentierte er gegenüber zur Sache für die Feuerwehrrente. Das Ehrenamt bei der Feuerwehr von den Frauen und Männern ist schon ein besonderes Ehrenamt. Wir erwarten, dass sie sich regelmäßig qualifizieren. Wir erwarten allseits Einsatzbereitschaft, ob Wochenende, ob Nacht. Und wir erwarten, dass Menschen für andere die Knochen hinhalten, im wahrsten Sinne des Wortes. Und deswegen geht es hier um eine Form von Honorierung und vor allen Dingen für Anerkennung für dieses Ehrenamt. Politische Rückendeckung bekommen die Feuerwehren in Rheinland-Pfalz von der Opposition. Dennis Jung, Sprecher für Katastrophenschutz der CDU-Fraktion im Landtag, wirft dem Innenminister Untätigkeit vor. Vor allem vor dem Hintergrund steigender Waldbrandgefahren durch immer heißere Sommer oder auch Naturkatastrophen wie vor 2 Jahren an der Ahr. Jung kritisiert, dass wir insgesamt noch nichts verändert haben. Und das ist im Vergleich zu anderen Bundesländern sehr wenig. Die haben im Bereich Brandschutzerziehung was gemacht, die haben im Bereich der Fahrzeugbeschaffung was gemacht, die haben insgesamt einfach wesentlich mehr Geld in den Brand- und Katastrophenschutz gesteckt. Und das kostet Geld, das muss vorbereitet werden.
Und da tut Rheinland-Pfalz eindeutig zu wenig. In Braunweiler können sie nicht darauf warten, bis die große Politik in Bewegung kommt. Sie haben sich in der Zwischenzeit selbst eine Lösung überlegt. Und so rücken die Feuerwehren von Braunweiler mit denen der Nachbardörfer Sommerloch und St. Katharinen jetzt gemeinsam aus. So schaffen sie es, mit genügend Leuten innerhalb von 8 Minuten ab Alarm vor Ort zu sein, um zu helfen. Wir müssen die 8 Minuten Einsatzgrundzeit einhalten. Und das funktioniert nur hier, weil die Geografie und Topografie mit den drei Gemeinden, die 2 Kilometer jeweils auseinander liegen, dass wir das hier abbilden können. Und nur deshalb können wir dieses Modell auch hier fahren. Wäre Ihr Modell hier in Braunweiler ein Modell für ganz Rheinland-Pfalz oder gar für Deutschland, für die Freiwillige Feuerwehr? Ich persönlich schließe das Modell aus, weil ich glaube, dass man die 8 Minuten nicht regelmäßig einhalten würde. Fazit. Vor Ort gibt es viele kleine Dinge, die Gemeinden tun können, um den Freiwilligen Feuerwehrdienst attraktiver zu machen. Wie es aussieht, müssen sich aber auch die Landes- und die Bundespolitik bewegen, damit nicht Dörfer Gefahr laufen, in Zukunft ohne Feuerwehr dazustehen.